So, hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier bei der nächsten Folge vom Polybridge. So, jetzt geht's hier rum. Ja, da vorbeizukommen, ne? Was habe ich da? Stahlträger, Hydraulik. Das Kabel. Und die Straße. Einmal Straße hoch. Setzen wir hier den Drehpunkt rein. Würde ich mal sagen. Stahlträger. Da. Da. Im Korbel. So lang. Stahlträger. Ah, passt nicht. Ich habe keinen Stahlträger mehr. Ah, da oben steht das. Steel used to by two. Okay. Holz. Unendlich. Ah, okay. Dann. Ach nee, warte mal. Genau. Ich wollte hier die Hydraulik reinschmeißen. Ah, passt gar nicht. Untersetzen. Ich habe 4 Hydraulik. Kabel mal weg. 4-mal Hydraulik habe ich also. Hydraulik, Hydraulik, Hydraulik. So. Ach, Mist, Mist, Mist. Wenn ich weiter rüber jetzt. Vielleicht klappt das dann. Hydraulik. Na, der klappt nicht ran. Kann doch nicht wahr sein. Jetzt eine Hydraulik? Nein! Ah, jetzt. Jetzt passt. Ah, nein. Das war Stahlträger. Hydraulik. So. Das reicht? Ne, ich glaube, das reicht nicht. Die würde da durchbrechen. Ja, okay, da geht sowieso offen. Ah, ne, das reicht nicht. Das geht so nicht. So. Ziehen wir den mal hier hoch. Hallo, du sollst hochgehen. So. Und. So, 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 and so. No, here's a hydraulic. From there, not there. Sieht doch, geht das. Nice, nice. Ich glaube, hier muss ich das gleich machen. Ah, geht nicht. Warte mal. Warte. Das müsste, glaube ich, passen. Ja, wie ich schon sagte, ich wollte ja das nicht so machen wie Zombie. Also, wenn es nicht anders geht, dann mache ich das auch so. Ich probiere, eine andere Lösung zu finden. Es gibt ja wahrscheinlich 1000 Varianten, wie man das machen könnte. Es ist ja nur immer wichtig, dass dein Budget nicht überschreitest. Und das ist halt das Schwierige, das Budget nicht zu überschreiten. Genau, wenn ich hier einen Träger reinsetze, hier eine Hydraulik reinknall und da die andere wie bei denen. Das sieht doch dann nice aus. Hydraulik. Ach, ich habe ja nur 2 Stahlträger. Och, je. Warte mal. Das ist auch bestimmt cool hier. Ich setze hier unten eine Hydraulik rein. Hier in den Stahlträger rein. Dann hier eine Hydraulik. Ah, dann ist das nicht verbunden. Warte mal.
Dinosaur. Ah, komm, verbinden wir die auch nochmal hier. So, die Hydraulik geht da runter, ist der Drehwinkel da. Die Hydraulik geht da hoch, das müsste das hier der Drehwinkel sein. Klappt hoch. Oh, drück mir die Daumen. Das sieht so genial aus. Ah, nee. Alter, das sieht doch cool aus. Ah, nee, der Mord, das Mord, das Mord. Hey, aber das, ey, das ist ja... Wow, das sieht doch irgendwie cool aus. Das hat was. Naja, fall gut da runter. Na, machen wir Speed mal hier ein bisschen hoch, so. Try again. Da müsste entweder viel weiter hoch oder ich weiß nicht. Da rein knall. Warte mal, ich nehme mal den weg. Und den weg. Und dann. Ja. Aber etwas längere Hydraulik. Stabilität. Ah, Mist. Ach, warum sind die jetzt kaputt gegangen? Ich habe doch da gar nichts geändert. Das war wahrscheinlich der Scheiß laut. Warte mal, was war bei denen hier kaputt? Ah, die Stütze ist kaputt gegangen. Die Stütze. Dann bauen wir halt hier noch ein bisschen Holz. Holz. Schöne Dreiecke. Kann man die Hydraulik auch nicht noch anders stellen, nicht? Dann machen wir das halt nochmal anders. Nehmen wir mal Hydraulik. Weit weg. Jetzt aber. Das Boot ist durchgekommen. Der Motorradfahrer nicht. Wer braucht denn schon Motorradfahrer? So, jetzt war das stabilisiert. Man müsste eigentlich passen. Aber warum bricht der jetzt weg? Der ist doch voll nicht weggebrochen. Mensch. Jetzt könnten wir die Hydraulik da oben reinknallen. Warte mal. Ach, ich kann das verschieben, den... Ah, das ist ja nice. Das war weiter nach rechts. Ah, okay. Dann nach links. Dann ist das der Hub. Dann zieht er näher ran. Nochmal hier oben so ein Dreieck rein. Ah, über dem Budget. Mist. Hydraulik. Ich möchte da ran. So. Hydraulik. Mitten ins Kreuz. Ich bin jetzt auf diese Idee.
Idee, die ich jetzt gerade gekriegt habe, voll drauf fixiert, dass ich das jetzt irgendwie schaffen muss. Ah, ich finde die Idee so, oh, so gut, aber ich schaff das nicht. Wenn ich die Hydraulik verschiebe. Ja, perfekt. Perfekt. Sagt mal, Leute, ist das nicht geil oder ist das geil? Ich sag's euch, es ist geil. Das war doch mal eine mega coole Bridge. So, bei denen, ich glaube, bei denen ging es ja nicht anders. Da musstest du die eine Seite oben stützen, die andere Seite unten mit Holz, weil hier hat man nichts anderes übrig, so wie ich das bei Zombie gesehen hatte. Bei dem war das von gut. Und immer Dreiecke. Bei Vierecke ist nicht so gut. Weiter darüber. Männer. Naja, egal. Egal. Da wollen wir. Können wir aber hier noch ein paar rüber. Guck mal, können wir auch noch mal so ein Spinnnetz machen. Das sieht auch immer nice aus. Den Pokémon. Mal noch ein Dreieck. Oh, kein Budget mehr. Na gut. Ha, das ging ja schnell. Okay. Oh, wie lange nehme ich denn jetzt auf? Ich weiß das nicht. Ich gucke nie auf die Uhr. Ah, das war glaube ich auch ganz leicht. Das war nur von unten bauen. Obwohl Zombie hier gerade gebaut hat und die Kinder alle umgebracht hat. Obwohl, nee, den geht's bestimmt noch gut, wie er sagte. Zip, zip, zip. Okay, was haben wir dann? Unendlich Straßen. Okay, okay. Und Holz. Da müssen wir jetzt ganz viele Dreiecke machen. Warte mal. Ich glaube, ich sollte erst von unten nach oben bauen. Oh, ich krieg voll Hunger. Ich glaube, hier mache ich erstmal Feuerabend. Dann werde ich was Schönes essen. So, so, so. Vierecke sind zwar nicht so gut, aber aus dem Vierecken kann man Sterne machen oder Kreuz. Tack, tack, tack. Ich denke mal, Kreuze sind auch gut. Aber das sind ja auch Dreiecke. So, jetzt. Stop.
ist weit weg. Das ist weit weg. Mist. Mach mal hier so einen Stern rein. Das gleich hier auf der anderen Seite. Schon mal schick aus. Wie viel Gold? Gold, Dollar? 29.000, genau. Mensch. So. Und so. Ah, komm nochmal. Ach, es fällt weg die Maus. Das ist eine schwarz. Okay, machen wir so. Nee. Und so, 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 so. Ungefähr 6.000 für so eine Reihe. Na gut, da war die noch. Dann sind wir bei 45.000 ungefähr. Ja, falscher Knopf. Ja, ungefähr wie ich sagte, mit 45.000, das so hält. Oh, 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 oh. Wow. So, das war auch wieder perfekt, sag ich jetzt mal. So, dann schauen wir uns mal die nächste Strecke an. Da siehst du. Okay. Aber ich denke, das will ich jetzt beim nächsten Mal zeigen. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie lange das Video jetzt schon läuft. Ich habe nicht auf Uhr geschaut. Nächstes Mal muss ich mal, glaube ich, eine Stoppuhr kaufen und die immer nebenbei laufen lassen. Na gut, also dann sagen wir bis zum nächsten Mal und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich freue mich auf die nächste Runde mit Bully Bridge. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.